Dann immer wieder. Die Heute-Show am Freitagabend und ich darf vermelden, endlich mal gute Nachrichten. Berlin erlebt gerade ein regelrechtes Jobwunder. Lauter offene Stellen, Bundespräsident, händeringend gesucht, Kanzlerkandidat der SPD, keiner meldet sich. Hier, die haben jetzt schon die Inschrift am Reichstag geändert, statt dem deutschen Volke einfach Jobcenter. Ja. Und nur eins ist sicher. Merkel macht weiter. Da lege ich wirklich meinen Hund für ins Feuer. Selbst die CSU ist jetzt dafür, dass Merkel weitermacht. Zumal sie ja, darüber freuen wir uns sehr, zumal sie ja endlich die Wunderwaffe gefunden hat im Kampf gegen die Konkurrenz von rechts. Man muss ja nun wirklich nicht irgendwo hingehen von AfD bis Pegida, um Weihnachtslieder christliche singen zu dürfen. Aber wie viele von uns tun denn das noch auf ihren Weihnachtsfeiern in den Kreisverbänden? Und wo läuft da irgend so ein Tam-Tam-Tam und Schneeglöckchen, Weißröckchen oder was weiß ich? Ja, genau! Ist doch völlig richtig! Immer mehr Weihnachtslieder! Ne? Ja, klar, gegen die AfD helfen nur Weihnachtslieder. Klassiker wie Schneeglöckchen, Weißröckchen oder Frodo-Öhliche Tam-Tam-Tam-Tam. Wovon redet die Frau? Wie viele christliche Weihnachtslieder kennen wir denn noch? Und wie viel bringen wir denn unseren Kindern und Enkeln bei? Und da muss man eben mal ein paar Liederzettel kopieren und einen, der noch Blockflöte spielen kann oder so, mal bitten. Ja, ich meine das ganz ehrlich. Ja. Ich meine das ganz ehrlich. Ja, ich fürchte auch, dass du das ehrlich meinst, ne? Klar, wenn das Land nach rechts rückt, dann musst du ganz schnell den einen holen, der noch Blockflöte spielen kann. Ne? Wo ist der eigentlich? Oh. Ja, danke. Vielen Dank. Meine Güte, echt. Albrecht Humboldt. So viel zur sicher gut gemeinten Aktion Flöten gegen rechts, liebe Zuschauer. Meine Fresse! Ne? Bei den aktuellen Mehrheiten läuft doch alles auf die nächste große Koalition raus. Nochmal 4 Jahre. Dann ist die AfD aber ratzfatz bei 20%. Da hilft auch kein Blockflöten. Und gerade weil das Land so polarisiert ist, bräuchten wir an der Spitze mal jemanden, der die verbleibenden Anhänger der Demokratie ja, begeistert. Auch rhetorisch. Stattdessen haben wir das hier. Das vergangene Jahr war ein sehr herausforderndes Jahr. Auch dieses Jahr ist es so, aber wieder anders als im letzten Jahr. Und ich darf Ihnen die schöne Aussicht in die Zukunft sagen, dass nächstes Jahr noch wieder ein ganz besonderes Jahr sein wird. Also denken Sie nicht, dass es einfacher wird, aber es wird immer wieder anders. Ja, deswegen stehen auf den Kalendern noch immer andere Zahlen vorne drauf. Das ist so eine Orientierungshilfe von der Kalenderindustrie. So, das noch mal 4 Jahre, das halte ich wirklich nicht aus. Ehrlich jetzt. Hier, jetzt am Kiosk, die neue, hör auf. Also ganz, ja, na, wirklich. Wir brauchen mal einen Neuanfang. Ja. Die neue, hör auf, mit tollen Tipps für die Zeit nach der Kanzlerschaft. Ne? Einfach mal den Gurken in der Uckermark beim Wachsen zugucken. Oder hier. Mach doch deinen alten Traum wahr. Und wenn Sie könnten, würden Sie sich welche Position auswählen? Lokführer. Oder Cowboy, ne? Nur mal als Beispiel. Wirklich jetzt, Ihre Flüchtlingspolitik in allen Ehren. Aber noch mal 4 Jahre Merkel-Biedermeier. Noch mal 4 Jahre den Gegner einschläfern. Schwarze Null, irgendwann ist auch mal gut. Demokratie, das ist doch, wenn man drüber nachdenkt, der Wettstreit der Ideen. Nicht noch mehr Konsensterror. Wie beim Bundespräsidenten. Warum muss der Bundespräsident wieder ein Konsenskandidat sein? Regelt das doch einfach mal wie Männer. Jetzt ganz ehrlich, jede Partei schlägt einen vor und dann gibt's auf die Fresse. Bis nur noch einer steht, Freunde. So geht Demokratie. Also im übertragenen Sinne jetzt, ne? Aber ist schon komisch, oder? Dass so gar keiner mehr Präsi werden will. Also wirklich keiner. Liebe Zuschauer, wenn Sie zu Hause über 40 sind, und nicht vorbestraft, dann sind Sie quasi schon überqualifiziert. Ne? Ja, mal ehrlich, Staatsoberhaupt, das kann im Prinzip jeder. Also nicht jeder, klar. Man muss schon die richtige Religion haben. Ein Muslim wie Navid Kermani als Bundespräsident?
Kann ich mir im Moment nicht vorstellen, obwohl ich ein Buch von ihm gelesen habe erst kürzlich. Ich bin so ehrlich zu sagen, das kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Das kann ich mir im Moment nicht vorstellen und später auch nicht. Er meint sinngemäß, Kermani, guter Mann, aber einfach zu wenig Vorhaut. Das, ja, letztlich... Also es geht, also man könnte auch sagen, Kermani ist so ein Stück vom Schloss Bellevue entfernt. Ja, dann doch lieber Steinmeier, der ist sympathisch. Ich habe einen Hund, Sie haben keinen Hund. Ich hatte einen, der ist tot. Nein. Sehen Sie? Elendig verreckt die Töne. Habe ich selber überfahren. Ja, so, immer noch kein Präsident in Sicht, es findet sich kein Freiwilliger, aber dafür weiß die GroKo jetzt mehr über ihre Bürger, also über uns alle. Und zwar dank der großen Aktion Gut Leben in Deutschland, kurz GLIED. Ja, Entschuldigung. Seit dieser Woche gibt es Ergebnisse. Mit 46 sogenannten Indikatoren wird ab jetzt die Zufriedenheit der Deutschen gemessen. Das ist kein Witz. Wir schalten mal live zu Birte Schneider in die Zentrale, wo diese Daten ausgewertet werden. Birte, was sind denn jetzt so die ersten Erkenntnisse? Also erstmal freuen wir uns doch. Der Staat misst endlich die Zufriedenheit der Bürger. Hier im Statistischen Zufriedenheitsinstitut, kurz STAZI. Das ist schon mal ein super Name. Und da werden jetzt die Bürgervorschläge ausgewertet und dann umgesetzt. Oh Mann, Oliver, der war gut. Ja. Die Merkel will ja nichts ändern. Ne? Die will ja nur wissen, was die Leute gerne hätten. Da sind ja zum Teil völlig abstruse Sachen dabei. Ne? Mehr soziale Gerechtigkeit, bessere Schulen. Hä? Kannst du noch nichts von umsetzen. Aber interessant ist das schon. Hier, jedes Mal, wenn irgendwo einer unzufrieden ist, dann leuchtet eine kleine Lampe auf und dann weiß man, da ist aber einer unzufrieden. Ja, und für diese Bürgerbefragung geben die 3,5 Millionen Euro aus. Klingt viel, aber dafür wissen wir jetzt, was den Deutschen am wichtigsten ist. Und zwar, kommen Sie nie drauf, Frieden. Nein. Diese verrückten Deutschen, du, wollen auf einmal Frieden. Gut angelegte 3,5 Millionen. Überlegen Sie mal, 46 Indikatoren. Beim letzten Bürgerdialog gab es, glaube ich, insgesamt nur 3, oder? Und wir hatten nur 3 ausgewählte Themen, die haben wir vorgegeben. Wie wollen wir zusammenleben? Wie wollen wir lernen? Und das dritte habe ich doch jetzt, wissen Sie es noch? Nö. Scheißegal! Ist doch egal, das war 2012. Da sind von zigtausend Bürgervorschlägen am Ende ganze 2 umgesetzt worden. Es wurden 100 Bäume für die Einheit gepflanzt und Sex mit Tieren ist seitdem illegal. Was wiederum in Niedersachsen die Zahl der Kuhvergewaltigungen ist eine andere Geschichte. Ja, ja. Ich habe trotzdem den Sinn der ganzen Aktion immer noch nicht ganz kapiert. Das ist doch für mich plump vorgetäuschte Bürgerbeteiligung. Wieso? Man kann doch mal unverbindlich nachfragen, wie die Leute so ticken. Jedes Land versteht was anderes unter Zufriedenheit. In Frankreich ist das eine schöne Flasche Wein und ein Pfund Gänsestopfleber. In Deutschland eine warme Dose Bier und kein Flüchtlingsheim nebenan. Oh, was ist da jetzt los? Das sind nur besorgte Bürger in Sachsen. Die sind alle 10 Minuten wegen irgendwas besorgt. Da guckt schon keiner mehr hin. Mann! Geh auf! Birte Schneider, meine Damen und Herren, vielen Dank! Von der STAZI. So. So, Freunde, auch wenn sie noch mal 4 Jahre dranhängen, kann man sich ja mal fragen, was kommt eigentlich nach Merkel? Wer ist da so die Next Generation in der CDU? Um das herauszufinden, haben wir unseren wirklich erschütternd jungen Praktikanten Fabian Köster zum Deutschlandtag der Jungen Union nach Paderborn geschickt. Alle regen sich auf über die Politiker von heute. Und wer wird dabei vergessen? Die Politiker von morgen. Musik.
Wie oft wurdest du schon von deiner Freundin verlassen, weil sie rausgefunden hat, dass du in der Jungen Union bist? Ja, nie. Also hattest du noch keine Freundin? Ja, doch. Ich finde ja cool, dass ihr euch noch für Politik interessiert und nicht so was Oberflächliches wie coole Klamotten oder so. Ich glaube, dass Politik und Kleidung nicht unbedingt immer korrelieren. Und es geht ja in erster Linie darum, da hier seine Meinung zu vertreten, die Meinung der Jugend zu vertreten. Und die Kleidung ist da nicht unbedingt die Ausdruck der politischen Meinung, wenngleich die Kleidung auch ein Ausdruck der persönlichen Einstellung ist. Ja, ich stehe hier mit einer Vertreterin der griechischen Delegation. Warum sind Sie heute beim Deutschlandtag der Jungen Union? Ich bin heute beim Deutschlandtag, um die griechisch-deutsche Zusammenarbeit zu fördern. Denn was wir in letzter Zeit gesehen haben, ist, die Freundschaft zwischen Deutschland und Griechenland zerbricht. Das ist richtig. Ja, gerade durch die Bildhetze zum Beispiel damals, die Griechenlandhetze. Das war ein Schock, weil die Griechen, das sind liebe Leute. Wir hatten immer eine... Ohne Geld halt, ne? Ja, okay, das stimmt auch nicht so. Wir bemühen uns. Frau Merkel, ein Selfie. Ein Selfie nur. Da geht sie dahin. You heard the speech of Andreas Scheuer. Yes. Was he good? Yes, he was extremely good. He just rocked the place. Wir sagen Ja zum Kreuz im Klassenzimmer und wir sind stolz auf das Glockengeläut unserer Kirchen und wir wollen den St. Martinsumzug und den Weihnachtsmarkt. Herr Scheuer, ich habe einen Witz für Sie vorbereitet. Ach, einen kleinen Witz für Sie vorbereitet. Ich habe wirklich lange dafür gearbeitet. Folgender Witz, ne? Was ist der Unterschied zwischen einem Senegalesen und einem Doktortitel? Den Doktortitel kriegt man wieder weg. Witzig. Ist gut, ne? Ah, top, top. Besser geht's nicht. Finde ich auch. Haben wir jetzt die Sendezeit gefüllt für heute, Show? Na, Sie können auch gerne noch was Rassistisches raushauen. Ach, bin nur in der Überlegung. Hallo, Nora. Fette Party am Start, ne? Naja, fette Party. Also ich glaube, junge Leute nennen andere Sachen fette Party, oder? Ja. In meinem Alter reicht's. Ja, das stimmt. Warum sitzen Sie heute hier? Weil ich immer zum Deutschlandtag der Jungen Union gehe, weil man ab und zu auf die jungen Leute hören soll. Achso, ich dachte, Sie wären heute hier wegen den ganzen jungen, hotten Chicks. Nee. Nee? Wirklich nee, in meinem Alter nicht mehr. Da habe ich anderes gehört. Ach ja. Ja. Gleich spricht Angela Merkel, schon aufgeregt. Total. Ja. Kannst du aus deinem Gesicht auch mal sagen? Mein Gesicht. Kannst du mal 5 Dinge nennen, die du an Merkel so richtig geil findest? Nee. So, jetzt habe ich es doch tatsächlich geschafft. Hab ein Selfie mit Angela Merkel machen können und damit zurück ins Studio. Und wie lösche ich das jetzt? Fabian Köster, meine Damen und Herren. So. Sie werden es mitgekriegt haben, ganz Deutschland diskutiert aus gegebenem Anlass gerade über Reichsbürger. Wer sind die? Wo kommen die plötzlich her? Und warum haben die alle gleichzeitig ihre Medikamente abgesetzt? Möglicherweise haben unsere Sicherheitsbehörden eine Zeit lang diese Bekloppten doch unterschätzt. Leute, die sagen, die Bundesrepublik Deutschland existiert gar nicht, das ist eigentlich nur eine GmbH. Und die den ganzen Tag Behördenmitarbeiter terrorisieren und sich auch noch dabei filmen. Sie verweigern die Anerkennung des Gerichts. Sie entwenden Gerichtsunterlagen und stehlen sie. Legitimieren Sie sich so! Haben Sie alle Ausweis? Haben Sie sie? Wollen Sie sie nicht ausweisen? Moment, das ist mein Amtsausweis. So, das ist was soll das sein? Das ist ein Witz, ist das. Nennen Sie bei Ihrem Namen. Nein, das ist nicht mein Name. Können Sie das begründen, dass das mein Name ist? Können Sie das begründen? Haben Sie einen Staatsvertrag? So, mein Name ist nämlich Adolf Rumpelstilzchen. Das können Sie gar nicht wissen. Ja? Reichsbürger gründen eigene Staaten mit eigenen Personalausweisen, eigenen Führerscheinen. Ne? Viele sind natürlich stramm rechts. Ja, viele sind sehr rechts, wollen an Deutschland in den Grenzen von 1937 und es gibt personelle Überschneidungen mit Pegida und AfD. Wer hätte das gedacht, Freunde? Klar, manche Reichsbürger, einige, tragen ihre Titel natürlich völlig zurecht. Meine Betitlung, die ist Reichskanzler der Exilregierung, Deutsches Reich. Und ich bin auch noch Prinz von Hannover und Prinz vom Haus Windsor. Das ist der Thronfolger auf dem englischen Thron. Das haben Sie recht bemerkt. Tja, na dann. Viel Erfolg in England. Ja. Thronfolger des Hauses Windsor, dann sage ich mal, viel Erfolg in England mit dem Nachnamen Herr Schittke. Ja, Herr Schittke ist 2004 von einer Nationalversammlung, die er selber erfunden hat, zum Reichskanzler gewählt worden. Und bevor Sie lachen,
Er weiß ein paar erstaunliche Sachen, zum Beispiel über Angela Merkel. Wir haben Frau Angela Merkel bekommen. Die nehme ich von Tochter von Helmut Kohl. Den kennen Sie ja. So, also Angela Merkel ist die uneheliche geheime Tochter von Helmut Kohl. Ja. Ja, und das ist noch nicht alles. Nach meinen Informationen hat Helmut Kohl Angela Merkel sogar ausgetragen, liebe Zuschauer. Ich kann es nicht beweisen, aber ich sag's einfach mal. Ja, vieles daran ist natürlich furchtbar. Das Land Brandenburg hat für seine Behördenmitarbeiter, für seine Beamten extra eine Broschüre rausgebracht. Riesenbuch mit Tipps für den richtigen Umgang mit Reichsbürgern. Dass man sich nie auf Diskussionen mit denen einlassen darf, weil sie natürlich Argumenten nicht zugänglich sind. Diese Idioten kriegen jetzt im ZDF sogar einen eigenen Themenabend. Am Sonntag in Ihrem ZDF. Der Themenabend Reichsbürger. Los geht's mit richtig irren Verschwörungstheorien bei Peter Hanebüchen. Geht es Ihnen auch so wie mir? Nein, halt die Frösche. Anschließend das lustige Quiz für die Kleinen. Elton fragt, erstes, zweites oder drittes Reich. Und danach das Neonazi-Magazin Royal mit Jan Böhmen und Mährenmann. Der Themenabend Reichsbürger im ZDF, Ihrem zionistischen deutschen Fernsehen. Ja. Der Themenabend Reichsbürger. Sage Ihnen, da zahlt sogar Beatrix von Storch wieder gerne GEZ-Gebühren. Ne? Die übrigens stabil bleiben, habe ich heute gehört. Richtig lustig wird es übrigens, wenn diese Spinner, also diese Reichsbürger vorm Bundestag demonstrieren. Und dann kommt, das ist Berlin, Freunde, ein noch viel größerer Spinner dazu und schnappt sich das Reichsbürgermikro. Da ist der Bundestag, ich gehe da jetzt hoch. Ihr könnt mitkommen oder auch nicht. Ihr könnt weiter das System auf euch wirken lassen. Ich gehe jetzt da hoch und besetze den Bundestag. Das ist was, was wir alle machen können. Verdammte Scheiße. Hey, 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 hey. Ordnung. Er hat doch noch ganz arm versucht, über den Zaun zu steigen und dann kam die Polizei. Hör mal, der Typ wäre doch ein guter Bundespräsident, jetzt mal ehrlich. Ehrlich. Übrigens, gibt es auch Leute, die nur ihr eigenes Reich gründen, weil sie glauben, dass sie dann keine Steuern und keine Gebühren mehr zahlen müssen. Geizhälse wie Ulrich von Hesen zum Beispiel, der ist jetzt auch König von irgendwas und residiert in seinem Rhein-End-Haus in Herne-Eickel. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, Ulrich. Nix hast du verstanden, du BRD-Büttel. Ich bin amtierender Großvezier von Hessen-Nassau, Graf von Monte Cristo und König von Mallorca. Dieser Jürgen Drews, das ist ein Hochstapler. Das wissen viele gar nicht. Ich habe ihn gerade in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Zack, Gnadengesuch abgelehnt. Sie glauben gar nicht, wie viel Arbeit man hat als Monarch. Gesetze ausdenken, Gesetze erlassen. Hier, bei mir muss in öffentlichen Gebäuden geraucht werden. Auch Kinder. Zack. Außerdem, wenn Frauen unter 25 heiraten, hat der König selbstverständlich das Recht der ersten Nacht. Außer bei den Fetten. Ja, das ist ja, zack. Das ist ja richtig Stress. Warum tun Sie sich das an? Für eine gerechtere Welt. Jede Woche verpasst mir diese Schweine-BRD ein Knöllchen. Nur weil ich vormittags immer in der Feuerwehreinfahrt von der Behindertenwerkstatt parke. Ja, was soll ich denn machen? Zur Kneipe laufen? Als König? Außerdem habe ich ganz andere Sorgen. Ich befinde mich nämlich im Krieg. Mein Nachbar, der Idiot, hat auch einen Staat gegründet. Der meint, er wäre der legitime Rechtsnachfolger der DDR. Das eskaliert leider total. Wahrscheinlich muss ich bei dem bald einmarschieren. Dieser Spinner hat überhaupt keine Legitimation. Verstehe, das heißt, Ihr tolles Reich endet bereits am nächsten Gartenzaun. Ja. Also nein. Eigentlich endet das schon hier vorne im Wohnzimmer. Da beginnt nämlich der Staat meiner Frau und die erkennt mein Reich nicht an. Schatz, darf ich denn wenigstens mal aufs Klo? Scheiße, muss ich außen rum gehen. Ulrich der Letzte, meine Damen und Herren. Vielen Dank. So. Meine Damen und Herren, Neues vom Weltuntergang. Nach aktuellen UNO-Zahlen, ganz frischen Zahlen, gab es noch nie so viel CO2 in der Atmosphäre wie 2015.
gerade gemessen. Und nie zuvor ist das Eis in der Arktis so weit geschmolzen wie in diesem Jahr. Das ist cool, denn dann können Reinhold Messner und Arvid Fuchs das nächste Mal zum Nordpol schwimmen, meine Damen und Herren. Ja, CO2 ist das Problem Nummer eins, weil es Jahrtausende in der Atmosphäre bleibt. Oder in den Worten unserer Umweltministerin. Es ist wirklich so dringend, das sagen uns alle Wissenschaftler, dass wir bis 2030 große Fortschritte machen müssen. Denn alles, was in der Atmosphäre ist, das geht ja nicht mehr weg. Ja, das kriegst du nie wieder raus. Ja, das ist schlimmer als Rotwein auf Wildleder, ehrlich jetzt. Zum Glück hat Ihr Ministerium einen wirklich detaillierten Klimaschutzplan ausbaldowert mit ganz konkreten Maßnahmen, wie Deutschland sein Klimaziel erreichen kann. Ist klasse. Blöd nur, dass seitdem eigentlich alles schiefgelaufen ist. Herzlich willkommen zu unserer neuen Rubrik. In der Theorie eigentlich ganz geile Ideen, die dann in der Ausführung komplett verbockt werden. Mit Albrecht Humboldt. Liebe Zuschauer, das hier ist der ursprüngliche Klimaschutzplan von Barbara Hendricks. 67 Seiten geballte Umweltpower. Mit einem Einband aus echtem Robbenbabyleder. Oh. Das ist ein geiles Teil. Ja? Geiles Teil, ja. So. Ja. Aber dann hat die Ministerin im Juni ihren ersten schweren Fehler gemacht. Sie hat den Plan Sigmar Gabriel gegeben. Nein! Doch! Also, wie doof kann man sein? So, ja. Und der hat das Ding dann erstmal komplett zusammengestrichen. Der Kohleausstieg deutlich vor 2050, weg, zu konkret. Senkung des Stromverbrauchs um 20% bis 2030, schwul, raus damit. Ausbau der erneuerbaren Energien soll schneller vorangehen, am Arsch. So, das, was der Siggi von dem Bericht übrig gelassen hat, passt jetzt auf diesen Post-it-Zettel. Entschuldigung, Albrecht, man kann sich doch nicht feiern für das Klimaschutzabkommen von Paris und dann in seinen eigenen deutschen Plan keine konkreten Zahlen mehr reinschreiben. Ja, klar kann man das. Und die Hendricks sieht das auch eher sportlich. Wir sind so ein bisschen gebremst worden. Wir hatten hier oder da schon so feste Ziele genannt, also auch Zahlen definiert. Und da wollte das Kanzleramt das nicht so immer unsere Zahlen. Also haben wir da XXX reingeschrieben. Toll! Ist doch toll! Und ich habe mir übrigens vorgenommen, bis Weihnachten XXX Kilo abzunehmen, Freunde. Was? Ja! Ja? Bitte. Zur Ehrensache. Ja, also, unglaublich. Was? XXX Kilo? Wie wollen Sie denn das schaffen? Ganz einfach. Ich werde jeden Tag konsequent XXX Kilometer joggen, Freunde. Also ja. Hut ab, das ist ein solider Plan. Ja, schon gut. So, aber jetzt mal zurück zu dem von Frau Hendricks. Da stand nämlich bis September noch ein paar ganz gute Sachen drauf. Zum Beispiel deutliche Reduzierung des Fleischkonsums bis 2050. Und jetzt raten Sie mal, wer das rausgestrichen hat. Das ist kein Witz. Nein. Wir wünschen, es wäre ein Witz. Peter Altmaier. Das Kanzleramt, ja. Und jetzt ist nur noch ganz schwammig die Rede von Abbau der Tierbestände. Wahrscheinlich durch Peter Altmaier persönlich. Ja super, super. Hat vielleicht sonst noch jemand drin rumgestrichen? Ja, klar. Und zwar der Landwirtschaftsminister und der Verkehrsminister. Ja, da standen nämlich regelrechte Ziele zum Thema Elektroautos drin. Das ist ein Wahnsinn, das ist alles raus. Ja. Inzwischen passt der Plan auf diesen Zettel. Aber Albrecht, wenn vier Ministerien da reinlabern und alles rausstreichen, wozu haben wir überhaupt eine Umweltministerin Barbara Hendricks? Eine sehr gute Frage. Wenn Sie, liebe Zuschauer, genau das Ihren Kindern mal spielerisch erklären wollen, empfehle ich Ihnen die neuen Babsi-Bücher. Hier. Babsi kann die Welt nicht retten. Babsi hat eine Idee, aber es ist allen egal. Und natürlich Babsi legt sich wieder hin. Albrecht Humboldt, meine Damen und Herren, vielen Dank. Wobei, das jetzt ist schon ein bisschen unfair. Ich meine, die Hendricks, die hat sich wenigstens noch einen Klimaschutzplan ausgedacht, den die anderen dann kaputt gemacht haben. Lassen wir sie doch einfach mal selber zu Wort kommen bei Hazel Brugger. Von wann bis wann waren Sie denn Umweltministerin? Ich bin Umweltministerin seit knapp 3 Jahren und ich werde es jedenfalls bis zum Ende dieser Legislaturperiode wohl bleiben. So Gott will, wie man in dem Zusammenhang sagt.
dass sie im Amt sind, merkt man nicht so gerade. Woran liegt das? Och, das wundert mich, dass Sie das nicht wahrnehmen. Die meisten anderen nehmen es wahr. Braucht es wirklich jedes Tier? Ja, ich bin sicher, dass es jedes Tier und jede Pflanze ein eigenes Lebensrecht hat. Wespen? Für was sind die gut? Ja, Wespen sind schon lästig, das ist schon richtig. Aber sie ernähren zum Beispiel auch wieder Vögel. Die lassen sich von denen nicht stechen. Die dann uns wieder aufs Auto kacken, aber... Ja gut, aber ich meine, ein paar Reinigungsmittel müssen ja auch verkauft werden. Die Welt gehört den Kindern, sollen doch die Kinder sich kümmern? Selbstverständlich, das ist eine Generationenaufgabe. Wir haben erstens die technischen Möglichkeiten und auch die finanziellen Möglichkeiten. Und wir sind auch nicht so exponiert wie meinetwegen Bangladesch. Können auch nicht so gut nähen wie Bangladesch. Wer nervt bei dem Klimaschutzplan am meisten? Also nerven tun diejenigen, die die Chancen nicht erkennen. Ich habe wirklich den Ansatz, der sagt, lass uns rechtzeitig umsteuern, denn wir werden so oder so umsteuern müssen. Das ist interessant. Ich habe bei der Frage mir notiert, dass Sie dann wahrscheinlich antworten, dass man das so gar nicht sagen kann. Und jetzt haben Sie ja eigentlich ganz viel gesagt und jetzt kann ich gar nicht das... Danach wollte ich dann sagen, dass die vier Ministerien sich alle einig sind, wer am meisten nervt, nämlich Barbara Hendricks. Dann wäre das noch angelesen, aber jetzt haben Sie mir das verbockt. Okay, dann mache ich weiter. Konkret gefragt, wer trägt denn die Schuld daran, dass es noch keine verbindlich festgeschriebenen Zahlen gibt in diesem Klimaschutzplan? Das kann man so nicht sagen. Wir sind ja dabei, das zu erörtern. Es ist zum Beispiel so, dass die Landwirtschaft unter objektiven Gesichtspunkten gar nicht klimagasneutral wirtschaften kann. Wollen Sie noch jemanden grüßen oder sich von jemandem verabschieden? Von den Eisbären? Ich verabschiede mich nicht von den Eisbären. Hazel Brugger trifft die Umweltministerin. Was macht eigentlich? So, und wo wir gerade dabei sind, was machen eigentlich die Grünen? Die grüne Basis wählt gerade in diesen Tagen und Wochen ihre Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl 2017. Unter der coolen Überschrift Basis ist Boss. Schon mal eine sehr gute Überschrift. Wobei, allzu viel lässt man die Basis natürlich nicht entscheiden, das ist ja klar. Göring-Eckardt ist als Frau gesetzt. Und jetzt dürfen die, ich glaube, 60.000 grünen Mitglieder halt das passende Männchen dazu wählen. Ist toll. Also Hofreiter, Özdemir oder Habeck stehen zur Wahl. Zusammengesetzt, wie erkläre ich das? Im Grunde wie so eine klassische Boyband. Ja. Da ist wirklich für jeden Mädchengeschmack ein süßer Typ dabei. Hier sind die grünen Spice Boys. Robert Habeck ist natürlich Sexy Spice. Anton Hofreiter ist Vollkorn Spice. Und Cem Özdemir ist die Ahnung des Old Spice, meine Damen und Herren. Das ist ja sehr klar. Ja. Die Spice Boys, ja, alles bekannte, prominente Grüne. Bei der letzten Urwahl 2012 gab es wenigstens auch Nicht-Prominente, die sich zur Wahl gestellt haben. Und warum eigentlich Göring-Eckardt? Sie sind gesetzt, aber dennoch, warum Sie? Ja, und genau das will ich nicht haben, dass irgendjemand denkt, sie ist doch gesetzt. Keiner soll denken, dass ich gesetzt bin, nur weil ich gesetzt bin. Ne? Ist doch unfassbar, oder? Was soll denn das überhaupt? Jetzt mal ehrlich. In der grünen Bundestagsfraktion sitzen erfreulicherweise mehr Frauen als Männer. Und trotzdem nehmen sie für die Spitzenkandidatur die eine, die schon die letzte Wahl verkackt hat. Gut, aber dafür sind die drei Boys wirklich erste Sahne. Das muss ich ehrlich sagen. Ich bin sonst nicht so der romantische Typ, aber vor allem dieser Habeck, dieser Renegade aus crazy Schleswig-Holstein. Wow! Ich war eine Sekunde auf seiner Homepage und sofort verknallt. Dann ist er auch noch Schriftsteller. Mir schießt die Milch ein, Freunde. Ja, da muss natürlich... Geile Sau. Gut. Da muss der Hofreiter, der alte Waldschrat, sich aber warm anziehen. Ne? Gegen so einen. Der mit seinem linken Öko-Gelaber. Hey, welche Frau wird denn weich, wenn ihr einer Vorträge über Bohnen hält? Es gibt unter anderem eine Mischung an Bohnen,
als Gemüse. Und was hier sehr cool ist, sie haben auch blaue Bohnen. Die werden allerdings grün, wenn wir sie gekocht haben. Ja, ulkig. Genau wie bei den Grünen. Wenn man die wählt, werden sie schwarz. Aber das ist... manchmal. Ja. Das ist nämlich das eigentliche Problem bei der Partei. Was kriege ich denn, wenn ich die wähle? Vielleicht kriege ich eine Vermögensteuer. Vielleicht kriege ich aber auch eine Kanzlerin Merkel. Da ist alles möglich, weil sie so wahnsinnig flexibel sind. Wer sind überhaupt die Grünen? Bei der Vermögensteuer, beim Ehegattensplitting, bei der Erbschaftssteuer. Lauter unterschiedliche, diametral entgegengesetzte Positionen. Da musst du bei denen wirklich ganz genau hingucken, um überhaupt was zu erkennen. Ja, genau. Ey, Grüne, vielleicht klärt ihr erstmal so das Grundsätzliche, das Programmatische, bevor ihr die Basis mit eurem blöden Casting belästigt. Oder mit solchen Bewerbungsfilmen hier. Das ist der älteste Bioladen in Bad Urach. Ich erinnere mich genau, wie ich meine Mutter überzeugen musste, sich dorthin zu wagen. Wie könnte ich den kleinen Michael Cem vergessen? Hallo Frau Lange, einen verschimmelten Brokkoli bitte. Gern, das macht dann 50 Mark, Cem. Wer oder was sind denn heute bitte die Grünen? Hören Sie genau dazu nun eine Vorlesung von Dr. Dietmar Wischmeier, live aus dem Hörsaal 3 der Jürgen-Trittin-Fachoberschule. Herrschaften, Ruhe bitte. In unserer Vorlesungsreihe über die wirbellosen Kriechtiere Mitteleuropas möchte ich heute über die Grünen sprechen. Das wechselwarme Gezücht brütet vorwiegend in den gentrifizierten Nisthöhlen unserer Städte. Am liebsten in der Nähe von Jacques Weindepot oder Ökobäckern, die Spanplatten mit flüssiger Ziegenscheiße als Butterkuchen anbieten. In den von Grünen befallenen Vierteln chauffieren spätgebärende Ricken ihre Welpen in elektrischen Dinkelautos zur Kinderklappe. Die grüne Spezies zerfällt in zwei Geschlechter. Die eher männlichen changieren zwischen kastrierter Quotendrohne und Renate Künast. Weibchen wie Claudia Roth tragen Leggings und giftgrüne Fünf-Mann-Zelte. In den Anfangsjahren ihrer Ausbreitung galten die Grünen noch als putziger Einwanderer, wie der Waschbär. Heute nerven sie mit Vorträgen über ganzheitliche Nachhaltigkeit als Frau oder kurdischen Rhabarberfesten. War die Partei früher noch stolz auf ihre vielen Jungtiere, leidet der Bestand inzwischen an endemischer Altersreude und bedarf deshalb keiner landesweiten Bejagung mehr. Vorbei die Zeit, als das Geschröte in der Latzhose noch frei von links nach rechts schwingen durfte, längst hat der Kelvin Kleinschlüpfer den grünen Wurm in die Form gezwängt. Und auch die Themen sind weg. Windräder drehen sich heute für den Sieg der CDU und der Wald, das undankbare Schwein, er stirbt nicht mehr. Es ist vorbei. Erfolg hat nur noch eine kleine Unterart im Südwesten der Republik. Dort hat sich der grüne Schmetterling bereits in eine fette, schwarze Raupe verpuppt. Braucht kein Mensch. So verschwinden die Grünen also im Dunkel der Geschichte, genau wie die Azteken oder das Wollnashorn. Bis dann in 1000 Jahren in den Tiroler Alpen ein komplett eingefrorener Hofreiter gefunden wird. Bitte nicht auftauen. Vielen Dank. So, Politik hatten wir, Biologie hatten wir und auch wenn Fußball an dieser Stelle eigentlich so gar nicht unser Thema ist, finde ich, könnten wir zum guten Schluss noch mal kurz Niko Kovac, den Trainer von Eintracht Frankfurt, feiern. Der macht nichts falsch, meiner Ansicht nach, und ist ein Top-Trainer. Er kann die Leute motivieren, die Spieler. Ja. Was hältst du von Niko Kovac? Nichts. Gebt diesem Kind eine eigene Sendung, zum Beispiel Aspekte, das kommt jetzt. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss, schönen Abend noch.